Hallo und willkommen zurück zu Pokémon. Genau, Pokémon. Ich wollte Partwechsel machen, damit ich es leichter habe mit dem Part, weil dann kann ich den hier einfach nach dem zweiten Orden benennen, wenn ich es jetzt schaffe. Ah, du kleiner Witzbold, du. Okay, los geht's. Hau raus, Habitak. Habitak, nicht sterben, bitte. Okay, Habitak hat es nicht geschafft. Was soll's? Okay. Nidorino wird es auch nicht schaffen. Abra kriegt jetzt einmal das da ab. Dann kann Abra ein bisschen meine Heilung sein. Oh Gott, ich hab's gerade so geschafft. Dennis, ein Blubstrahl hat mir von 72 HP runter auf 36. Wenn du jetzt gut in Mathe bist, dann weißt du, das waren exakt die Hälfte meiner Lebenspunkte. Wie gut. Ich habe sie gerade noch gut genug geschwächt gehabt mit Nidorino. Oh, so viel übrigens dazu, dass ich das nicht skippen wollte. Ich habe die ganze Zeit gedrückt gehalten. Ach, bis Level 30 gehorchen uns die Pokémon jetzt. Und TM11 schenkt sie uns. Oh, nicht dein Scheiß. Erst jetzt muss meine Attacke natürlich wieder missen. Hauptsache, da bin ich wieder mit Damage. Okay, also okay. Damage ist immer noch mit Rot beschäftigt. Während ich Grün schon besiegt habe. Außerdem habe ich jetzt hier oben ganz schön was vor. Dann sofort Gift auf ihn. So, das ist jetzt... Als ob, das ist ein Team Rocket Rüpel. Wer hätte das denn gedacht? Okay, ich glaube, ich habe eine gute Chance, ihn zu besiegen. Shit, oh mein Gott, ich bin verwirrt. Ich sollte unbedingt wechseln. Okay, das freut mich für dich. Dann kannst du die Nuggetbrücke nehmen. Er scheint bislang noch nicht einmal Feuerattacken gemacht zu haben. Ich verfehle die ganze Zeit, aber glücklicherweise wird er weggechippt von dem Zeug, was ich hier alles reingehauen habe. Das Giftpuder und das andere. Ja, der Egelsamen. Ja, Glumanda ist tot. Mal durch seinen Dialog skippen, so, und jetzt geh ich bitte heilen. Ich habe einen Mirapla gefangen. Okay, Kukowai. Nein, Mirapla. Gerade eingeblendet worden. Ja, Kukowai, Mirapla. Kukowai, Mirapla. So, Oh mein Gott, ich sollte hier unbedingt Glutexo einfach auf Glurak trainieren. Sind nur noch 9 Level. Schaffen wir. Los geht's, alles One-Hitting. Sind noch 9 Level. Alter. Ja, das ist der gegrindet, Mann. Jetzt mal auf 33 für Schlitzer. Was? Also eigentlich habe ich jetzt den schlimmsten Teil hinter mir, die beiden ersten Orden. Bei sie war ja schon ein bisschen schlimm für mich jetzt. Bei ihm ging's ja. Und ich habe schon 4 von meinem Team, weißt, ich kann halt jetzt schon nach und nach alle hochtrainieren und du hast noch nicht einmal die Möglichkeit. Du hast keine Ahnung, auf welchem Level du die dann fangst. Ich meine, die auf der Zinnoberinsel sind immerhin schon über 30 oder so, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich gehe wieder zum Heilen, weil mich ein Vogel verdroschen hat. Also du bist auf der Nuggetbrücke aber, oder? Ja. Hast du den ja geschafft, sehr schön. So eine komische Frau da hat einen Vogel gehabt. Ja. Die tun manchmal schon weh, ich weiß auch nicht. Ich habe die, glaube ich, fast alle gewandelt. Ja, du kannst sie rösten, das kann nicht. Ich trainiere jetzt gerade in der Mirapla-Wiese. Mirapla-Wiese. Keine Ahnung, mir ist mein Glut gerade ausgegangen. Das wird ein bisschen nerviger. Jetzt muss ich nämlich die ganze Zeit nach unten klicken. Kann ich mismatchen. Super. Ach, dann darf Nidorino jetzt ein bisschen leveln. Ich bin immer noch nicht sicher. Ich glaube, ich nehme Doppelkick mit. Sagen wir einfach, das ist entschieden. Ich schreibe es mal in meiner Liste auf. Hä? Doppelkick? Nidorino, Level 50, Doppelkick und danach Mondstein. Ja, weißt du, wenn ich ihn jetzt gleich entwickle, dann hat er vielleicht instant höhere Werte, aber er lernt dann halt einfach gar nichts mehr. Weißt, wie langweilig das ist. Oh, scheinbar lernt Nidorino irgendwas auf 24 und ich habe schon wieder vergessen, was das war. 23 ist Energiefokus. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Ja, absolut überhaupt nichts bringt. Weil ich glaube, die Attacke ist, glaube ich, sogar kaputt und tut deine Stats verringern. Als ob, dann ist die ja nicht einmal. Dann tut sie ja nicht einmal. Ja. Okay, toll, toll. Ja, ist dann der Hard Mode. Also vielleicht. Ich weiß, immer wenn deine Statuseffekte verändert werden, werden die Badges nochmal neu applied. Ist so ein kleiner Glitch in dem Spiel.
Nennt sich Bad Man Boost. Merkt es halt nicht, wenn alles verbuggt ist, weil es alles im Hintergrund ist. Ja, haben die Entwickler nicht bemerkt. Ja. Der ganze Code irgendwie nicht so richtig läuft. Überall Spaghettis. Ja. Als nächstes ist 32 Furienschlag und dann Hornbohrer. So, ich kämpfe mal gegen den Typ Rocket-Type. Okay. Ach ja, stimmt. Der sechste Mann in der Nuggetbrücke. Genau. Sind beinahe wie eine Top 5. So, ich hole mir das Item da oben. Was? Wo? Hier ist ein Item? Ach so, du meinst das, was man sieht, oder? Ja, das, was man sieht, meine ich. TM45, ja, habe ich jetzt auch geholt. Ich gehe mal zurück und heile mich. Gehst du schon weiter? Links ist eine Trainerin. Ja, ich gehe schon weiter. Die hat einen Radfass und das andere ich vergessen. Nur Level 14, glaube ich. Ich habe einen Hiker-Typen. Hallo? Okay, ich bin auch fast dort. Kontrolle hat sich aber ausgeschaltet, auch nicht schlecht. Okay, los geht's. Was machst du denn da? Wanderer eigentlich? Ah, noch Hollow, ja gut, das ist ein Kampf-Pokémon, ne? Und dann noch sein Stein-Pokémon. Ja, warn mich vor, ich muss jetzt Miraplan nach vorne setzen. Miraplan. Was kann mein Miraplan eigentlich? Gute Frage. Ach, warte. Mein Miraplan kann. Sein. Es hat eine einzige Attacke und das ist Absorber, würde ich sagen. Ganz spannend. Also, ja, weiß nicht. Hoffentlich ist hier noch ein Wanderer. Du siehst gut aus. Onyx. Holy shit. Beinahe gewandert. Ja, hier kann ich drin. Oh mein Gott, die Dicta-Höhle. Ein Mirapla wird so gut sein. Jede verdammte Höhle. Ich liebe das. Und Fleckmon, das ist doch auch nicht schlecht. Ja. Hochgeheilt, halb tot, hochgeheilt, halb tot. Okay, ich schaff's nicht. Ich schaff's wirklich nicht. War ich schneller? Ich war schneller, oder? Ja. Okay, geschafft. Ich habe eine zweite Attacke gelernt irgendwann, habe ich voll überlesen. Ich weiß also nicht, was ich kann, aber ich kann es nachschlagen. Miraplan. Wann entwickelt sich Miraplan eigentlich nochmal? Brauchst du es mir nicht sagen, ich schaue ja nach. 21. Und danach brauche ich einen Blattstein. Auch schon wieder doof. Okay, 21. Ich lerne Giftpuder, Stachelspore, Schlafpuder. Muss ich mir aussuchen, welche ich behalten will. Wenn überhaupt. Meinetwegen. Also sehr spannend gerade bei mir. Was macht Duflor denn Feines? Duflor lernt dann Säure als nächstes. Und Blättertanz, ja, Blättertanz. Okay, Blättertanz nehme ich also auf jeden Fall mit. Ich könnte Blättertanz schon früher haben, wenn ich mich nicht entwickle. Muss ich aber jedes Mal darauf achten, dass ich B drücke bei einem Level-Up. Ist auch dumm. Schafft mein Habitat ist zu schwach dafür. Ah, na, also endlich wieder durchgeschlagen. Ah, jetzt ist er auch tot. Oh, nice. Da ist die Kontrolle schon wieder ausgegangen. So ein Kleinstein ist echt nicht schlecht. Nice to have. Okay, ist es ausgegangen. Tut mir leid. Oh. Shit, da war doch ein Item, an das man sonst nicht mehr rankommt, außer man hat Zerschneider. Okay. Wenn man den Trainer richtig bewegt, oder nicht? Ja, genau. Denk also dran. Ich hab das Item noch nicht. Also ich hab's liegen lassen bislang. Ach so. Okay. Bin einfach vorbeigegangen in den Typen. Ja, ich habe jetzt hier jeden besiegt und das Item eingesammelt. Und okay, nicht ganz jeden. Hier kommen ja noch zwei. Meine Fresse, hier war echt viel los. Naja, ich besuche mal Mr. Bill. Okay, wenn du da unbedingt jetzt schon rein musst. Wartet einfach überhaupt nicht auf mich. Du warst der, der sagen wollte, wir machen das alles ganz synchron. Oh mein Gott. Miraplan. Was habe ich gemacht? Eindeutig nichts, was trifft. Oh, es ist eingeschläfert. Das hilft mir jetzt auch nicht so viel, oder? Die Tatsache, dass ich Nein gesagt habe, war ihnen anscheinend egal. Ja, ich werde hier bald Game Over gehen. Wieso denn? Du hast definitiv das bessere Team gegen die Gegner, die da sind. Ja, schon, aber zwei meiner Pokémon sind quasi K.O. Fast K.O. Ich habe keine AP mehr. Ich habe ein Glutexo gegen das Miraplan hier. Das ist schon. Ja, das ist. Ja, ich meine, mein Glutexo hat noch gar nicht kämpfen müssen und ich bin ein Trainer vor Bill gewesen. Ja, also. Ist hier ein verstecktes Item, das ich kennen sollte?
Ich bin mir nicht sicher. Bill. Hallo Bill. Was? Du bist kein Pokémon? Wie? Ich soll dich in die Maschine stecken? Und dann den Knopf drücken? Okay, ich helfe dir. Du hast Nein gesagt und dann ist er trotzdem reingegangen. Okay. Ja. Also nein, drücken wir den Knopf. Hab mir irgendwas gegeben, weiß nicht was. Ich denke, das ist ein Bootsticket. Oh. Es ist Anne. Ja, es würde Sinn machen, meinst du nicht? Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Keine Ahnung. Hast du mir, hat er mir jetzt auch was gegeben? Macht das Sinn. Habe ich das jetzt im Inventar? Wahrscheinlich. Sieht es denn bei dir genauso aus? Ja, nee, wird schon passen. Ich rede auch mal vorsichtshalber mit ihm. Ach ja. Soll ich mir die Pokédex... Ach so, warte mal. Ich kann den Computer an der Tastatur anklicken. Aber es kommt nichts nach meinem Weg. Keine Bildchen zum Anschein. Okay, nehmen wir den Speedrun, die Abkürzung, zurück. Auf ins Pokécenter. Oh, der Polizist ist zur Seite gegangen. Ja. Wir können jetzt den einzigen Weg gehen, um das Dorf zu verlassen. Nämlich durch das Haus einer Familie durch. Schenken die uns was? Er schenkt uns doch was, oder? Bist du schon im Haus drin? Ja, nee, er schenkt mir nichts. Ach, der Typ danach gibt uns dann... irgendwas. Ich bin hinterm Haus jetzt. Okay, gut. Ja, dann darfst du schon mal kämpfen. Der Typ nur. Oder Traumate oder so. Oder beides. Was weiß ich? Ich weiß es nicht mehr. Nein, noch Holo. Oh, okay, sehr schön. Habitat zuerst. Was du willst. Der Verbrecher steht einfach 2 Meter weiter und die finden den nicht. Wie dumm sind die eigentlich? Ja, sehr dumm. Ja, ich weiß auch nicht. Was soll das denn los? Okay, ich habe ihn besiegt. Was kriege ich jetzt? TM28. Na, nicht dein Scheiß Ernst. Ich penne? Nein, hab ich eingeschläfert. Hä? Ach krass, als ob. Okay, wenn er das kann. Der bringt mich gleich noch um. Wo kommt mein nächstes Pokémon? Er hat mich wirklich umgebracht. Als ob. Wo habe ich das jetzt gespeichert? Oh shit. Ich hoffe. Ist doch egal. Du verlierst ja nichts, wenn du umgebracht wirst, außer Geld. Du willst einfach immer reloaden. Ja, natürlich. Mache ich so. Ich meine, okay, ist in Ordnung. Der will was zu trinken. Habe ich zuletzt gespeichert. Ja, gut. Ist das zu weit? Wenn es dir zu weit ist, auch kein Problem. Ich warte auf dich. Ich gehe nicht durch den Tunnel. Ich trainiere lieber noch ein bisschen. Bin zu schwach. Warum treffe ich denn nicht einmal? Oh, lol, ich mache die falsche Attacke. Das erklärt einiges. Ah, okay. Oh, shit. Oh, nein. Ich habe mich verklickt und einen Trank benutzt. Das passiert jetzt. Lol, ich habe links-rechts gesmashed, weil ich in einer Wiese links-rechts laufe. Aber dann war ich wohl im Inventar. Als ich schon wieder angefangen habe, noch nicht fertig sozusagen. Mein Gott, Alter, muss man mal ein bisschen mehr Attention haben, ja? Ich bin halt einfach zu schnell. Dafür ist mein Team. Okay, ich sag dir, auf welchem Level ich bin. Habitak 17. Myrapla 18. Nidorino 25. Lutexo 28. Und es ist gerade anstrengend, weil ich die ganze Zeit Pokémon wechsle, weil mein Habitat hier die ganze Zeit sterben würde. Weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Nein. Ich versuche mir jetzt erstmal ein Bike zu holen. Oh, ja, wie viel kostet das denn? Oder willst du glitschen? Muss man mit dem reden, um weiterzukommen? Ich bezweifle es. Nee. Wie genau funktioniert das hier? So? Ja, ich also beim Dennis seht ihr alle möglichen Glitches und bei mir seht ihr nur, wie jemand trainiert bisher. Naja, ich habe den Instant Tech Speed Glitch jetzt aktiv. Warte, also ab jetzt ist alles schneller weg oder was? Naja, das sobald ich mein Menü öffne, ist das nicht mehr aktiv, soweit ich mich richtig entsinne. Oh, anscheinend hat das Heilen es auch gefixt. War wohl nur sehr kurz. Und das sieht dann so episch aus oder was? Der Textspeed ist halt instant. Der Text ist sofort da. So plopp, da. Mir ehrlich gesagt schnell genug vor, aber ich halt auch Leertaste gedrückt. Oh, ich bin vergiftet. Ich sterbe hier gleich noch. Gut, dass das keine Nuzlocke ist.
So, jetzt muss ich erstmal wieder speichern. Das ist eine gute Idee, ich sollte auch speichern, aber jetzt heile ich mich noch. Wo ist das Poké-Center? Oh, es ist tot. Das Poké-Center ist tot? Nein, mein Glutex, das war doch vergiftet. Bin zu lang außen rum. Jetzt hat er mich schon wieder eingeschläfert! Echt doof. Mein Gott, Alter. Okay, ich schau mir den Tunnel jetzt doch an. Ich hab keinen Bock zu warten. Mann. Die ja, wart halt, Mensch. Warte mal, was fängt die ein? Hä? Will die was tauschen? So, wo geht's denn hier lang? Ach so, hier kommt man nur lang, wenn man Dingens hat, okay. Das kriegen wir erst auf der MS an. Ungünstig. Hier ist irgendwo ein verstecktes Item gewesen, aber ich kann mich nicht erinnern, wo genau. Oder auf welcher Zeile überhaupt. Es war die zweite von rechts! Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hab's eingesammelt. In der Mitte, ja. Oder was? Oder wo? Also es sind ja vier Spalten sozusagen. Und die zweite von rechts. In der Mitte, oder was? Ja, wenn du ganz unten anfängst, einfach jeden Block anklicken, bis du hast, sind nicht so viele. Also es ist im unteren Drittel, mehr kann ich dir nicht sagen. Also ist es nicht in der Mitte? Ja, relativ mittig, Mann, aber ich weiß nicht, meine Anleitung... Warum muss ich in den mittleren Gang reingehen oder nicht? Es sind vier und nicht drei, wie soll das denn dann der mittlere sein? Deswegen sage ich ja... Was sollen denn vier Gänge sein? Hier ist einer, dann ist hier das Haus und dann ist da drüben auch einer, oder redest du von was ganz anderem? Ich meine damit Blöcke, Pixel, Sprites... Wovon redest du? Wo genau bist du? Der Tunnel, den du runternimmst. Im Tunnel bin ich noch gar nicht drinne. Was zur Hölle? Ich habe aber vom Tunnel geredet. Geh jetzt in die Stadt rein. Komm ich da auch rein? Lass mich ja rein, Lecke. Wie komme ich da rein, wenn du da reinkommst? Das möchte ich auch glitschen. Nein, ich komme nicht da rein. Wir können es glitschen, wenn du willst. Denke ich zumindest. Ja, erklär mir wie. Probieren wir das. Machen wir mal was Spannendes. Dann müsste ich jetzt aber mal kurz ein paar Pokémon fangen. Warum braucht man dafür... Oh nö, muss man dann diesen Schmarrn machen, den du da aufgeschrieben hast? Kein Bock. Ja, das, was ich aufgeschrieben habe. Ja, wenn du dich über reinglitschen willst, dann brauchen wir das aber. Dann verzichte ich, Mann. Welcher Trainer kommt denn hier? Dann verzichte ich, Mann. Du bist so ein Vollidiot. Ey, ich hab dir kein Glitch-LP versprochen. Ich meine, du kannst es natürlich trotzdem machen. Halte ich dich jetzt nicht auf. Ja, keine Ahnung. Das ist halt die verbuggteste Version von allen. Da macht's halt am meisten Sinn. Ist die Stadt dann komplett am Arsch, oder? Hä, wieso soll die dann am Arsch sein? Du kannst dann verfrüht reingehen, was ist denn dein Problem? Ja, also du cheatest den Tafelwasser, ist das der Trick? Ja, im Prinzip wäre das die Strategie. Ich meine, du kannst es machen, wenn du rein willst. Glaubst du, ich könnte dann Lapras schon abholen? Nee, wir haben das Item nicht, um den Turm zu betreten. Den Turm? Turm? Das Gebäude, Mann, ist ein Hochhaus. Das ist kein Turm. Der Turm ist woanders, der ist in Lavandia. Ja. Hast du Käfer-Pokémon? Sag bitte ja. Shigi, der hat einen Starter! Ist Flug sehr effektiv bei Wasser. Aber können wir da nicht schon trotzdem da rein? Brauchen wir dafür ein Item? Keine Ahnung. Ich dachte, wir kommen ins Silph-Co-Gebäude nur rein, wenn der Typ weg ist. Und wann ist der weg? Wenn wir davor das Porygon... Nee. Ach, was weiß ich. Ist Silph-Scope nicht ein Item gewesen auch? Bin leicht verwirrt. Ja, das Silph-Scope war ein Item für den Lavandia-Tour. Oh ja, dann kriegt man das früher. Ja. Keine Ahnung, wann. Aber oh, shit, ich bin getötet worden. Oh, Pikachu, als ob. Wo bist du denn jetzt überhaupt hingelaufen? Ich bin am Tunnel. Ich bin jetzt quasi vor der Stadt, wo der dritte Orden drin ist. Okay, wir gehen also nicht in die andere Stadt rein, sondern wir gehen da jetzt weiter. Nein, ich kann zurücklaufen, aber ich muss dann Pokémon fangen, die ich dann opfern kann, oder? Ja, du brauchst auf jeden Fall eins. Eigentlich nicht wirklich Lust, dass ich das mache, wenn ich mal ehrlich bin. Tut mir leid, es gibt keine leichtere Methode. Das ist so die simpelste, die ich gefunden habe. Wo bin ich denn jetzt überhaupt auf der Karte? Holy shit, Konfusion, haut rein. Wir sind jetzt hier runtergegangen, wir sind da durchgegangen, sind wir jetzt... Wo sind wir jetzt rausgekommen? Wie sieht das Haus aus, wo ich rausgekommen bin? Wo bin ich rausgekommen? Da unten? Ich kann dir echt nicht helfen. Ja, wo kommt man denn raus? Ich weiß nicht, was du siehst, also... Ja, wo kommt man denn raus? Okay, wenn du die Karte mit der ganzen Map hast, ja? Die Stadt mit dem dritten Orden, da eins nach oben, die Route.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Stadt den dritten Orden hat. Ja, so ein Mist. Da, wo ein Schiff davor steht oder so, was weiß ich. Da, wo die Diktahöhle daneben ist, auf der rechten Seite. Ein Schiff? Orangia City oder was weiß ich, wie sie heißt. Da unten ist das Schiff. Oh, der baut hier sein Haus. Krasser Schiff. Bin ich da drüber? Warte, ist das da oben der Ding, um den du... Bist du dafür da, um in die Stadt oben reinzugehen? Bist du den anderen Tafelwassertyp jetzt angesprochen? Ah ja, du bist der Guard, okay. Dann habe ich wieder etwas Orientierung. Also, treffen wir uns dann in der Diktahöhle. Ja, okay. Ich habe hier gerade instant Diktri bekommen. Was für eine Prozentschance hat das, bis das auftaucht? Oh Gott, Mirapla, nicht sterben. Weiß ich nicht. Das ist ein Level 29 immer. Oh, es macht Schaufler. Ich bin nicht gewandelt worden. Okay, ich bin jetzt tot. Gut gemacht. Schade, kein XP. Okay, ja, ich muss anscheinend gegen zwei Trainer kämpfen, bevor ich weiterkomme. Stimmt, die anderen kannst du skippen. Das heißt, den gefährlichen Smetbo-Trainer hast du. Smetbo? Ja, das war damals halt... Also ganz ehrlich, die beiden Flugtrainer hier kommen mir auch sehr gefährlich vor. Kann ich nicht beurteilen. Gut, okay, sie sterben trotzdem nicht mehr, aber... Merk dir mal Level 24 für meinen Mirapla, das hat immer noch. Wie soll ich mir das merken? Ja. Holy shit, ich glaube, ich sterbe. Warte, das ist... Was ist das für eine Attacke? Ich kann doch gar nichts merken, so. Was ist das für eine Attacke? Den Typ haben wir erledigt. Gehen wir jetzt hier runter. Ach, die Attacke ist gut. Gehe ich jetzt erstmal ins Poké-Center von dieser Stadt? Ja, da gehe ich gerade auch hin. Sehen wir uns da? Hallo, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ja, tut mir leid, das funktioniert so nicht. Deine Welt auch so rot? Nein, meine Welt ist grün. Willst du ins Schiff gehen? Wir haben ja ein Ticket. Glaube ich. Ich rede jetzt erst mit dem Typen, der mir, glaube ich, die Angel kippt. Stimmt! Okay, wer von denen? Das war, glaube ich, das Haus neben dem Poké Center. Ja, der sieht ihn an. Ja. Krass, ich bin voll der Musterangler. Hä? Er gibt mir gar nichts. Oh, war das sein Bruder? Nicht er. Ja, hast du jetzt Ja oder Nein gedrückt? Weil du musst schon Ja drücken. Ich bilde mir ein, ich habe Ja gedrückt, aber ja, ich habe kein Geräusch. Oder hast du B gedrückt? Hä? Das ist doch A. Ich habe A gedrückt, ganz eindeutig habe ich A gedrückt. Ja, wenn du Ja drückst, kriegst du ein Item. Habe ich das Geräusch geskippt oder bin es mein Inventar voll? Ja, keine Ahnung, hast du denn vorgespult? Ich weiß doch nicht, was du tust. Nein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, kannst auf jeden Fall mal ausprobieren. 17, 18, 19, 20, Dennis. Ich hab ein volles Inventar. Ja, okay. Ich anscheinend nicht. Ja. Das Item im Tunnel macht den Unterschied. Weil das hier... Ja, genau. Das ist die Angel. Was hat denn jetzt angebissen? Ist das ein Carbador. Okay, die TMs lege ich ab. Okay, hab ich Pokebälle? Oder, ich glaube, ich brauche mehr. Ich glaube, ich habe mir eine 2 gekauft. Irgendwann mehr. Du. Denkst du denn jetzt mal was? All diese TMs schon, Wahnsinn. Ich hoffe, da war keine VM dabei und ich bin zu blöd. Also, merkt man ja an der Zahl. Ich glaube eigentlich nicht. Ja, wir kriegen den Schneider ja erst und davor kriegt man ja nichts anderes. Blitz bekommt man ja für die Pokédex-Komplettierung. Also Blitz lassen wir ja quasi. Bist du dir da sicher? Das da ist der Mondstein. Aber kommt doch irgendwas, wenn man durch die Diktahöhle geht. War das nicht ein TM? Oder VM? Ja, ich dachte, das war Blitz, aber ich dachte, man muss dafür X-Pokémon gefangen haben und das haben wir ja nicht. Hä, muss man? Oder nur gesehen? Okay, lass mich mal gucken. Ist das der Mondstein? Ich gehe auf jeden Fall mal durch die Diktahöhle, ja. Okay. Tu das. Ich bin gleich da. Ich lege nur schnell noch die Mondsteine ab. Jetzt bin ich ziemlich leer. Mann, das wird nicht Spaß. Probieren wir mal Tackle. Okay, das Ding da ist fast tot. Pokéball. Dickda gefangen! Ich bin mit einem Encounter durchgekommen. Ah, du hast einen Dickda, krass. Okay, lass mich das mal kurz ändern. Rotes Team. Web. Rotes Team bin ich. Grünes Team bist du. Da bist du. Dickda!
Ich habe hier auch eins vor mir. Meins wird aber umgebracht. Nein, ich möchte es nicht benennen. Holy shit, was hast du gemacht? Dicta bringt einfach mein Mirabla um. Das ist aber nicht, wie es gehen sollte. Bin ich beleidigt. Kann ich das so machen? Aber echt doof jetzt. Nein. Anscheinend muss ich den Ball unterdrücken, genau. Aber wieso kann der Gesang? Oder war das Kreischer? Oder was hat der gemacht? Kreideschreien? Kann das eigentlich? Nee, es klingt schlimmer. Kreideschreien. Ohren den Schlag mache ich jedenfalls. Das ist Schnabel, denke ich mal. Ah, das ist ein bisschen doof. Ich bin am anderen Ende. Das ist auch so ein Typ, der wie ein Angler ausschaut. Ah, du bist da schon angekommen. Ja, ich habe nur einen Encounter gehabt und dabei ist mein Mirabla ernsthaft aufgegangen. Hier brauche ich Zerschneider, um rauszukommen. Ja. Bruder. Der sagt irgendwas, aber ich habe wohl nicht, was er... Oh, das ist doch einer, der tauschen will. Ja. Der mit dem Gameboy will tauschen. Also der Professor-Typ gibt mir nichts. Oh mein Gott, Alter, das ist jetzt, glaube ich, schon mein vierter Encounter. Krass. Ich lauf zurück. Du läufst da mit einem durch. Was zur Hölle war? Ja, ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich zähle. Nummer 2 gerade. Oh mein Gott, Habitak entwickelt sich. Oh. Als ob ich schon einen Habitak habe. Krasser Scheiß. Ja. Bei mir. So. Wird jetzt doch Ibitak ersetzt. Also das ist mal ein erfolgreicher Tag. Als ob ich jetzt schon einen... Okay, Ibitak, wo sind wir denn? Spiegeltrick als nächstes. Dann Borschnabel bald. Dann bin ich OP. Okay, keine Ahnung, was der Typ mir hier sagt. Okay, ich habe 2 Encounter gehabt. Bin am anderen Ende. Da kämpfe ich jetzt freiwillig. Okay, ich gehe dann wieder zurück. Ich habe mein erstes... Hast du dein Sprite geändert? Ja, ich habe dein Sprite geändert. Hast du mein Pokémon hinzugefügt? Du hast einen Dicker, ja, habe ich. Du musst mir sagen, wenn sich eins davon entwickelt. So, eine Sache, die mich gerade interessiert, was für eine Angel habe ich da jetzt bekommen? Die Basic wahrscheinlich, oder? Wo ist meine Itemliste? Wo ist denn hier Angel? Wie heißt das Ding? Wie heißt das auf Englisch? Holy shit. Es fällt mir nicht ein. Fishing Rod. Das ist in den meisten Spielen. A, B, C, D, E, F. Firestone. Ja, oder bei Rod. Freshwater, Foil. Okay, A, B, C, D, F. Also kein Schimmer, Mann. Well, Candy, Repel, Revive. Aber die haben doch, glaube ich, immer so Begriffe davor, oder nicht? Ja. Und die normale Angel, wie denkst du, heißt die? Die andere ist dann super und dann top, oder so. Also, ja, weiß ich jetzt, bin leicht verwirrt. Ist es das da? Nein, es ist nicht die Good Word. Scheiße. Was sind die anderen? So kann ich echt nicht trainieren. Old Word. Ja, das ist es, die Old Word. Warum ist die denn alt? Der Übersetzer. Naja, ja gut. Ja, weil es halt die alte Rot ist. Frag die Entwickler, warum sie es übersetzt haben. So. Ja, ist halt Englisch. Bei uns würde das weniger Sinn machen. Ja, mein Ibitak trainiert sich jetzt an den Diktats, weil mein Mirabla die ganze Zeit stirbt. Weil die machen Schaufler und Ibitak sagt, lol, trifft mich nicht. Und Mirabla sagt, oh scheiße, das bitte, tut mir was? Weh. Was denn? Das ist... Irgendwas passiert. Schaffe ich es zu fliehen? Oh mein Gott, das schaffe ich. Okay, krass. Dick3 hat einfach mein Starter ausgenockt. Und jetzt habe ich noch ein Dick damit mit 2. Willst du mich gerade verarschen? Es kommt noch ein Dick3. Oh, das ist Pech. Viel Glück. Oh, ich bin wieder. Dass ich von einem Level 19er Pokémon fliehen kann, von einem Level 30er. Ja. Ich gehe da mal zu Pokécenter. Oh mein Gott. Das brauchst du jetzt auch wirklich, ja. Ich trainiere jetzt noch so lange, bis ich. Holy shit. Wir haben einen Dick3 besiegt, Ibitak. Hätte ich auch nicht erwartet, dass ich das mal sagen werde. Mein Ibitak trainiert in der Dicta-Höhle.
Und ich lerne jetzt Spiegeltrick. Das ist Schnabel, das da ist Furienschlag. Die anderen beiden können nur scheiße sein, nämlich Heuler und Silberblick. Spiegeltrick. Wo war ich jetzt? Ich muss jetzt echt langsam aufpassen, weil das nämlich sonst echt ein Problem wird. Ich schreibe mir das echt auf. Was schreibst du denn jetzt auf? Ich schreibe mir auf, weil ich Attacken nicht habe. Weißt du, wie lange wir gegebenenfalls Pause machen und dann weiß ich das nicht mehr. Muss das erstmal wieder ausprobieren. Wenn wir das tun, dann ja. Und Slot Nummer 4 ist egal. Da kann dann später der Bohrschnabel rein und dann ist Ibitak fast fertig. Dann muss Furienschlag natürlich noch gegen Fliegen ausgetauscht werden. Oh, ist das der Namenbewerter oder so? Das ist ein Typ, wo ich mal Pokémon selecten kann in dem Haus hier über dem Gym. Ich dachte, ist das ein Typ mit einem Gameboy in der Hand? Ich glaube, der will tauschen. Was? Nein! Bist du nicht am anderen Ende der Diktahöhle? Direkt über dem Gym das Haus! Beziehungsweise... Bist du im Pokémon-Fanclub? Links davon, rechts davon. Ist da ein Mordstisch in der Mitte? Typ? Nee, das neben dem Fanclub, aber ich rede auch mal mit dem Fanclub-Typ. Okay, dann habe ich echt keine Ahnung. Muss man ja, in den das daneben! Oder? Ja, ich habe keine Ahnung, wer das ist und warum der da ist. Ich kann Pokémon aus, wenn ich mit ihm rede. Fanclubmeister, also, gib mir was. Ich habe ja gesagt. Ich weiß gar nicht, was der macht, aber hat einen Haufen Text gelabert. Ja, und ich habe ja gesagt. Ach so, Geschichte zuhören wahrscheinlich. Möchtest du meine Vergangenheit lernen? Ja. Okay, und der andere Typ? Okay, gehen wir jetzt in die SSN, oder? Ja, was der will. Also, wenn du dich stark genug fühlst, nicht trainieren willst, dann man kann ja jederzeit wieder rausgehen, gell? Ja. Fährt einem ja nicht davon. Solange man noch nicht das Item geholt hat. Nein, ich weiß noch, wie ich Pokémon Gelb damals komplett neu gestartet habe, weil ich gedacht habe, ich habe das Schiff verpasst. Zweimal. Das ist so bescheuert, dass du es nicht mal versucht hast, wieder reinzugehen. Nein, es ist weggefahren, Dennis. Und ich dachte, ich muss damit fahren. Ich habe nicht begriffen, dass die Story nicht von mir will, dass ich das Land verlasse. Hast du nicht bemerkt, dass du vielleicht ein Item bekommst? Ja, aber es waren da auch ein paar gemeine Teenager, die mich belogen haben, aber ja, was weiß ich. Nee, habe ich nicht begriffen. Er lässt mich nicht rein, Dennis. Scherz, ja. Ich bin... Warum sollte er das nicht? Er hat mich reingelassen. Ich habe kein Ticket. Gehst du jetzt in jeden Raum und besiegst alle oder machst du das nicht? Ich bin jetzt gerade ganz nach links, nach rechts gegangen und gehe runter. Oder ist das unten? Ich kämpfe gerade gegen einen Nidoran. Mein Inventar ist voll. Oh, ist dir jetzt auch mal passiert. Okay, der Typ will nicht kämpfen. Ich will jemanden finden, gegen den ich kämpfen darf. Ja, gleich die erste Tür. Ah, der da. Ich habe gesagt, ich bin nach rechts gegangen und dann runter. Ja, gut. Ich gehe jetzt in jeden Raum. Aber ich weiß auch nicht, aus das ist Typ Wasser. Nein, da kämpfe ich lieber mit meinem Pflanzen-Pokémon gegen. So, Matrose. Die wollen auch nicht kämpfen. Der da kämpft sowieso nicht. Die da. Das ist auch Typ Wasser. Oh, Spam-Attack. Okay, ich habe nur Wasser-Pokémon. Oh, ich habe einen Ibitak. Wie cool, das ist gleichzeitig Gift. Das ist natürlich nicht optimal. Nie mit einem Ibitak gekämpft. Das war immer Taubers für mich. Aber bitte treffen wir nächstes Mal. Also ob der will auch kämpfen. Die wollen das Item beschützen in diesem Raum. Aber ich komme daran. Wenn ich Glutexo benutzen muss, ist mein letztes Mittel. Ja, ich hab's. TM8. Solltest du unbedingt mitnehmen. Weiß nicht, was TM8 ist, aber egal. Keine Ahnung. Man, wir haben nur eine Chance, das zu looten hier. Nein, da komm ich wieder rein. Du kommst aufs Schiff. Ja. Das ist die Küche? Das haben wir beim letzten Mal auch gemacht, wenn du dich erinnerst. Oh, du hast recht, das haben wir sogar... Warte mal, in einem dieser Mülleimer war doch was... Warum haben die denn alle Wasser-Pokémon? Wie soll ich mal Boden-Pokémon trainieren, wenn die alle Wasser-Pokémon haben, bitteschön? Dennis, das ist ein Schiff, was erwartest du? Geld woanders hin. Ja, ich erwarte, dass die Leute keine Wasser-Pokémon haben auf dem Schiff. Oh mein Gott, er zeigt auch Relaxbo. Die kämpfen doch. Ja. Goldini. Ja. Heil mich hoch. Nicht umbringen. Heil mich hoch. Nein. Nicht sehr effektiv. Wie gemein war das denn? Wir sind jetzt bei 34 Minuten.
Heil mich hoch! Ist in Ordnung. Also, ich meine, wir können wechseln, wenn du willst, ja. Okay. Ich, auf dein Command. Würde ich sagen, wir machen im nächsten Part wieder weiter. Bewerten nicht vergessen und tschö. Tschüss.